Wir möchten unseren Fahrgästen heute einen Einblick hinter die Kulissen von Bus und Bahn gewähren, um zu zeigen, wie ein großes Räderwerk tagtäglich ineinander greift und funktioniert. Heute sind wir hier im Betriebshof in Beuel, wo wir unser Großprojekt Zweiterstellung unseren Fahrgästen vorstellen möchten, wo aus guter deutscher alter Wertarbeit neue moderne Fahrzeuge generiert werden. Im Prinzip immer dasselbe, was wir machen. Ein Fahrzeug kommt von 3 und 4 rein, wird entkernt, dann fangen die Karosseriebauarbeiten an, dann die Lackiervorbereitung. Anschließend geht das Fahrzeug sofort nach 3 und 4, wird da lackiert, kommt dann zurück, dann beginnt die Elektromontage. Ist die abgeschlossen, beginnen wir mit dem Innenausbau. Zum Abschluss folgt dann die Inbetriebnahme. Ja, die Vorteile der Zweiterstellung, ganz einfach. Wir haben ein solides Fahrzeug mit sehr hoher Qualität, Fahrgastkomfort. Dann haben wir natürlich die Wirtschaftlichkeit immer im Auge. Durch den Umbau von modernster Technik wurden natürlich auch die Wartungskosten erheblich gesenkt. Wir haben einen rückspeisefähigen Antrieb, wartungsfreie Kompressoren, wartungsfreie Türen. Natürlich ein riesen Pluspunkt, die Schaffung von 15 Arbeitsplätzen. Mittlerweile kann man sagen, nach 5 fertigen Fahrzeugen, das Projekt hat sich in allen Belangen bewährt und auch gelohnt, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und anhand der Störungsanalyse, die wir in Drahnsdorf führen, kann man sagen, Fahrzeug ist ein voller Erfolg. Was hat Ihnen denn heute am besten gefallen bei uns? Nee, das fand ich unheimlich interessant. Würden Sie nochmal wiederkommen und andere Dinge sich anschauen? Ja, wir haben uns überall angemeldet. Ich hoffe, dass wir zum Zuge kommen. Nach der tollen Führung, die wir heute bekommen haben, kann ich nur sagen, sieht super aus. Also man sieht allein schon, wenn man sich diese Werkstatt hier anguckt, alles perfekt aufgeräumt. Kostengünstig, haben wir gelernt. Die Fahrer haben ein bisschen mehr Platz bekommen. Also das heißt, auch ans Personal, an Betriebsrat wurde gedacht. Also insgesamt der Wunsch hier von Stadtwerken, Bonn, Bus und Bahn, dass man nachhaltig mit den Ressourcen wirtschaftet. Das hat mich besonders beeindruckt.